Bus Simulator ist ein volles geile Game. Leute! Ach, scheiß Krawalle. Ja, tötet mich. Moin Mädels, moin Jungs. Herzlich willkommen zurück zur Bus Simulator 2018. Ich wurde am Donnerstag geimpft. Ich war die letzten zwei Tage auf dem Kurzfilmdreh. Ich bin heiser. Ich trinke jetzt während der Arbeit Bier, ist mir scheißegal. Mann! So, trinken wir jetzt Krawatten. Haltet euer Maul. So. Wir müssen, habe ich jetzt in den Kommentaren gelernt, wir müssen Cultural Kali nochmal fahren, weil wir da scheinbar nicht erfolgreich Geld generiert haben. Also jemand hat in den Comments mal geschrieben, er ist Folge. Dass immer nur da Geld generiert wird, wo wir auch schon mal erfolgreich. So, deswegen. Ey, wenn am Ende nochmal die Frau kommt, die sagt, dass ihre scheiß Freundin da heiraten will, dann weiß ich nicht, was passiert. Ich fahre jetzt Ostspeiche, weil da haben wir es noch nicht geschafft. Das sehen wir jetzt, ne? Das haben wir nicht geschafft. Ostspeiche, auch übelst die lange Strecke. Egal, dann fahren wir die jetzt. Ist auch schon echt spät heute, bin ich ehrlich. Also ich habe jetzt, also das war eine ganz schön anstrengende Woche. Ja. Also es könnte sein, dass ich heute ein bisschen fertig wirke. Ein bisschen plemplem, ein bisschen. Aber da bist du dann durch. Ja, Bus Simulator, das ist mein erfolgreichstes Format. Ich mache mich komplett zum Larry. Wusstet ihr eigentlich, dass ich letztens eine Anfrage von einer TV-Serie bekommen habe, wo ich einfach einen dusseligen, reichen Influencer spielen sollte? Hätte ich es mal angenommen, ich mir die Scheiße hier nicht geben soll. Ich lasse für eure Bus-Erlebnisse, für eure Erlebnisse, lasse ich eine TV-Serie sausen. Kannst du es glauben? Ich hätte ein Weltstar werden können. In Hollywood. Die haben bei mir geklingelt. Ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich kotzen will. Geil. Geht direkt los hier, die wilde Fahrt. Achso, wir müssen natürlich erstmal gucken. Ihr müsst euch das mal überlegen, was mir da durch die Lappen gegangen ist. Na, ich will das jetzt. Nö, ich will das jetzt nochmal ansprechen. Das ist mein gutes Recht. So, denn ich hätte jetzt in Winter der Leidenschaft in der 6. Staffel mitspielen können, damit ich hier weiter fahren kann. Und direkt ein Rolli, ne? Ich kotze. Sieh zu da, die Rampe. Ich bin eingeschlafen. Sag mal, du bist doch wach. Ich leg mich doch auch nicht hin. Ich bin eingeschlafen. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Miau, 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 miau! Miau, 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 miau! Ich bin eine scheiß Katze, Alter! Ich geh dir den Fahrer auf den Sack mit meinen Bildern, Digga! Stell dir mal vor, du bist eine Katze, druckst dein Foto aus wie Flyer und verteilst das in der ganzen City, Alter! Weißt du, wie ich mein? Wo sind wir hier gelandet? In welcher ja. In welchem Film? Nimm ein Taschentuch, Alter! Ich nehme mir jeden Tag vor, hier nicht so Blödsinn zu machen, ne? Auch mal ruhig zu machen. Aber ihr seht ja, wie ich hier allein die Krawatte trage, ne? Die hängt mir hier in der Fratze. Jo, der bekommt hier seine Hilfe. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Halt mal kurz deine Fresse. So. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja. Der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Danke. Sie haben das Licht nicht an. Halt die Fresse! Die haben das Licht nicht an! Ich bin Bus-Passagier-Fahrgast, Digga. Ich bin nur am Meckern, Digga. Kalle, wann kommt der Bus-Song? Erwischt. Erwischt? Ich bin echt urlaubsreif, Freunde. Ja, Hans soll mal seinen Jo. Sein Maul halten. Der Hans, der Hans, der hat ich einen kleinen. Das hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Gut, dass du mich unterbrochen hast, du kleine Flachzange, du. Absolut pünktlich. Na klar. Eine Fahrkarte, bitte. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht in Port Amber festhängen. Nicht schon wieder. Ja, bist du blöd, Mädel? Kannst du mal dich vorher informieren, mit welchem Bus du fahren musst oder was? Ich mach das hier alles zum Spaß. Hast du mich schon mal angeguckt?
Ich leide! Mein Leben ist... die Hölle! Arschloch! Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounzi. Es gibt so Backenfutter hier demnächst, ne? Ihr kriegt alle Fratzengeballer, Alter. Und nicht Katzengeballer. Das kann es auch bald geben. Warum bin ich in meinem Leben so gestraft? Warum gibt es keine normalen Menschen mehr? Hans, betreib Inzest! Und jetzt sitzt er wieder auf eurem Sofa. Hahaha, der Kalle. Pisskind. Oh, das ist eine Bodenschwelle, Welle. Das ist echt nicht mein Wetter. Dunkelheit ist nicht dein Wetter, oder was? Ich brauche eine Fahrkarte. 5x5? Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ja, vielleicht verreckt er auch vor dir, so alt wie du bist, du alte Schabracke. Das ist ein anderes Thema. Mann! Ich kann hier auch nichts mehr schotten, glaube ich, in dem Spiel. Im September kommt der nächste Teil. Was soll dann noch passieren? I've been looking for Ehre. I've been looking so long. I've been looking for Ehre. Till my ass goes on, yeah, baby. Lass mich über die Straße. Ich will heute noch nach Haus. Ich fahr jetzt in die Parkgasse. Also alle Mann raus. Hey, irgendwann läuft's noch mit der Mucke bei mir, weißt du? Oh, es wird gerade grün. Grüne Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tor. Boah, da habe ich nochmal Glück gehabt. Ehre in den Arsch. Ich bin einfach ein Komponist, live am Lenker, ne? Davon erstmal ihr... Kommt sie! Da kommt der Berg nicht hoch. Kommt der Berg nicht hoch. Ihr seid zu fett. Ja, da hinten ist eine richtige Bürger. Bei meiner Freundin. Was macht er eigentlich? Was passiert hier mit meinem Leben eigentlich? Worauf soll ich eigentlich in 10 Jahren stolz sein? Was ist das hier für eine Scheiße? Worauf soll ich in 10 Jahren stolz sein? Auf die Krawatte um meinen Kopf oder was? Sie haben da eins vergessen. Vergesst dich gleich im Wald! Wochenticket ist abgelaufen. Wetten, wir haben ein Black Driver hier drin oder was? Du bist es. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Oma, du hast doch eben eingekauft. Was ist mit dir denn los? Hast du Demenz oder was? Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Ich habe das Gefühl, dass die Entwickler vom Bus Simulator meine scheiß Videos gucken. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt in den letzten Jahren, nur um mir auf den Senkel zu gehen, solche Sätze reingepatcht haben. Dass ich nicht mal die Frage, das hatten wir letztes Mal auch schon. Da geht die Lübe, Kettensägen, oder? Warum? Wer will das? Dann kommen ihr kleinen Dreck 13-jährigen Kackkinder und schickt mir den ganzen Tag Bilder. Mounzi hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Mounzi hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Das frage ich mich auch. Immerhin sind wir heute gut in der Zeit. Ja? Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, Digga. Das haben Sie ja gesagt. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ja, und jetzt? Und nein, ich bin eingeschlafen. Schlummer weiter. Aber schnurren. Danke. Ja, überholen wir. Erst vorbeilassen und dann zack. Scheiße. 2000 Euro für ein scheiß Vorfahrtsschild? Guckt doch eh keiner drauf. Die können doch alle nicht sehen. Ziehen Sie auf die Straße. Was soll ich sonst hingucken? Hast du gesehen, dass ich hingucke? Sind wir mal da oder was? Ey, wie viele Haltestellen soll ich hier noch purzeln? Du meine Güte. Okay, da war noch auf Cooldown. Ja, wir sind wieder bei minus 5k oder 6k. Das sind alles Kosten, mit denen man rechnen muss, ne, an so einem Wochenende. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. So, nächster ja. Halt, Westspeicher. Sehr pünktlich, danke. Ja, ja. Tschüss. Hi. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Schnauze, bitte. Nächster Halt, Ostspeicher. Endstation. Na bitte klar. Alle aussteigen. Verpissung ist angesagt. Tschüssi. Endstation. Bitte alle aussteigen. Abfahrt! Abmarsch! Wiedersehen! Ah, Mist, ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Schnauze halten! Jetzt werden wir Level 11. Der Lachs löppt. 3 Sterne Fahrt. Neuer Wrapp.
wir können echt grüne Autos bauen. Geil. Lass das jetzt richtig gelöppt haben. Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Geil, Digga. Wir haben jetzt richtig Money bekommen, ne? Applaus in die Kommentare. Klatsch, klatsch. Neue Task. Und ich glaube, also wir haben das Spiel gefühlt bald durchgespielt, bin ich ehrlich. Jetzt haben wir wieder einen neuen Bereich freigeschalten hier unten. Super klasse. In dem Sinne, Tschüssikowski mit Ö. Ne, mit Ü, ne? Naja, ist auch Lachs. Auf jeden Fall bis bald und haut rein. Euer Kato de Kalle. Abonnieren, ne? Tschüss.